Yo Leute, alles Manga im Tanga. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Review zu Dragon Super und zwar zu der 100. Folge. Jetzt sagen schon voll viele von euch, Junge, die Folge kam gestern raus, warum machst du die Review heute? Also gestern war es so, ich bin aufgestanden, Dragon Super geguckt und direkt Pokémon Go gespielt. Und das, keine Ahnung, 10 Stunden lang oder so. Ja, also ich war gestern voll lang unterwegs, hab Arktis gefangen, Lugia und so. Und deswegen, sorry, aber jetzt geht einfach weiter mit dem Video. Kreen ist ja rausgeflogen und zu 17 meinte auch so, ja, du bist voll lächerlich, kannst nichts, hast du eine Deckung vernachlässigt, verdient. C18 meinte auch so, Junge, du Mülltonne, wir haben voll viel Geld investiert in Trainingssachen und ja, bist nicht mehr mein Mann. Kreen hat auch so Schuldgefühle, hat sich entschuldigt, aber bringt nichts. Er hat einfach seine Deckung vernachlässigt und ist rausgeflogen. Selber schuld. Auf jeden Fall, Vegeta tut sich immer noch schwer gegen Magette und Potter oder Potter, keine Ahnung wie der ausgesprochen wird. Bei Magettas Schwäche war er immer, man konnte ihn beleidigen, dann war er voll Depri. Und das geht jetzt nicht mehr, weil ihm die Ohren zugehalten werden. Deswegen tut Vegeta sich halt schwer. Dann Kaba, er kommt zu Vegeta und Leute, es war einfach krasser Auftritt so. Zwei Typen wollen ihn angreifen. Einen schlägt er weg, einen tritt er weg. Zu krass. Aber vor allem wie er hier steht, das ist auch mega lustig. Zu krass. Ja, aber es war schon ein Epic Moment so. Dann er verwandelt sich in Super Saiyajin, weil er gegen Vegeta kämpfen will, gegen seinen Meister so. Und ganz ehrlich, ich finde dieses Bild sieht besser aus als das, aber das ist scheißegal. So. Dann Hit schmeißt diesen einen Typen mit dem, also diesen einen Roboter-Typen raus mit seinem Zeitsprung. Das war zu krass, also die meinten ja, da gibt es ja keine Zeit und keinen Raum, aber anscheinend kann er trotzdem seinen Zeitsprung machen. Das ist eine krasse Aktion von Hit, so kennen wir ihn. Dann Kale, Junge, sie ist voll schüchtern und so, sie schlägt diesen einen Oktopus-Typen. Und ja, sie dachte, sie hat ihn besiegt und so, er steht auf. Dieser Nappa-Pan nimmt sie, zieht ihr an dem Zopf. Und ja, die quälen sie, schlagen sie und so. Wie ist das? Ich denke mir so voll die Arme. Dann wurde sie halt ohnmächtig. Caulifla kam, hat Kale auf den Boden gelegt. Kale wurde wieder. War wieder am Bewusstsein. Also, sie wusste, was abging. Und Caulifla meint doch, warum verwandelst du dich nicht? Und Kale kann es halt nicht kontrollieren. Dann wurde Caulifla wütend und hat die zwei Typen auseinandergenommen. Schlägt ihn einen Oktopus-Typen so, ich glaube es war in den Magen oder so, auf jeden Fall, der ist Knockout und Nappa-Pa hat ihn einfach rausgeworfen. Ich würde sagen Killer so. Nicht schlecht, Caulifla. So, genau, sie hat wieder gefragt, warum verwandelst du dich nicht? Kay hat auch geantwortet, ich weiß es nicht, ich kann es nicht kontrollieren. Bla 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 bla. Dann Son Goku kämpft gegen diesen einen Typen. Ich habe vergessen, wie seine Rasse heißt, das ist auf jeden Fall geil. Typ meint auch so, ihr findet mich nicht, dies, das, ich bin viel zu schnell. Dann Caulifla kommt, die nimmt ihn einfach auseinander, tritt ihn so weg. Auf jeden Fall Epic Moment. Caulifla eskaliert, bisschen krass momentan. Und ja, sie ging zu Son Goku, meint so, kannst du ja auch diesen Super Saiyajin beibringen, den du hast. Son Goku meint so, ja, Super Saiyajin Blue. So, ist mir doch egal, wie das heißt, ich will es einfach lernen. Und dann Son Goku, er meint so, nein, du bist doch zu jung, zu unerfahren und du kannst es halt noch nicht. Und dann ist sie halt ausgerastet, hat, wie heißt das, Ultra Saiyajin oder Super Saiyajin zweiten Grad, ist nicht einfach mal Super Ultra Saiyajin, hat sie gemacht, wollte Son Goku angreifen, aber hat nicht viel gebracht, so. Weil Son Goku war einfach zu schnell, war zu langsam, war zwar stark, aber wie gesagt, zu langsam. Leute, oh mein Gott, diese Muskeln. Das ist ein Mannsweib, das geht mal gar nicht. Hier, zu krass. Auf jeden Fall, ja, der hat keine Chance gegen Son Goku. Dann Son Goku geht in Super Saiyajin 2. Zu heftig. War richtig geil. Caulifla meint so, ja, kannst du das bitte auch beibringen? Ich habe das jetzt nur einmal geschafft, aber ich kann es nicht kontrollieren und so. Dann, sie hat es irgendwie geschafft, wieder, Energie auf ihren Rücken fokussiert und bam, Super Saiyan 2 am Schlittel. So, dann kämpfen die zwei halt so, aber natürlich hat Caulifla keine Chance. Das ist ja klar, weil
Son Goku ist einfach stärker. Es geht jetzt richtig ab. So, die kämpfen jetzt wirklich one on one. Natürlich gibt Son Goku nicht 100%. Er gibt nicht Super Saiyan Blue mit Kaioken so. Aber trotzdem, das war schon ein schlechter Kampf. Und da Caulifla zu noch bei Son Goku war, Son Goku hat halt Caulifla weggenommen. Und Kay wurde richtig wütend. Sie meint so, ja, das ist meine Schwester, niemand nimmt sie weg. Ich werde dich jetzt töten, Son Goku, oder besiegen, keine Ahnung, ich glaube töten, meinte sie. Und ja, sie ist richtig eskaliert, Junge, das sah zu krass aus. Und dieser schüchterne Kay wurde einfach so ein Amokläufer. Und ja, da kam sie in den Berserker-Modus, so heißt das zumindest. Ja, sie eskaliert einfach. Zu krass. Alle haben bemerkt, dass irgendwas Krasses abgeht. Haben sich gewundert, ja, wie krass Kale ist und so. Ja, dann Son Goku meint auch noch so arrogant, ey, ja, lass kämpfen und so, ne? Zu krass, er hat keine Angst. Und Vegeta meint so, Son Goku, Kakarot, tu's nicht, das ist der wahre Super Saiyajin und so. Und Leute, ich habe keine Ahnung, was bedeutet. Ich hoffe, das wird nochmal erklärt, weil das hat bestimmt einen Grund, warum die das gesagt haben. Dann Son Goku, er hat gar keine Chance gegen Kale. Er wird einfach komplett vernichtet. Sie nimmt seinen Körper oder den Kopf einfach als Wischmob, keine Ahnung, und wischt den Boden damit auf, so, no problem. Dann geht Son Goku in den Blue. Bam, Junge, zu heftig. Ja, auf jeden Fall, die kämpfen weiter. Oh ja, Kampfansage auf jeden Fall. Son Goku, er macht sein Kamehameha. Zu heftig. Macht sein Kamehameha. Kamehameha geht durch. Mhm. Kale geht einfach durch, so als würde sie das nicht jucken. Wie krank ist das denn? Sie nimmt ihn einfach so am Kopf oder im Gesicht. Keine Ahnung. Zieht ihn so hoch. Will sein Gesicht zerdrücken und so. Leute, irgendwie finde ich scheiße, dass Kale so ein bisschen krass overpowered ist. Ihr werdet gleich noch sehen, wieso. Auf jeden Fall, Son Goku hat keine Chance. Kale eskaliert komplett, sie zerstört die ganze Arena, sie will irgendwie alle töten oder so. Und dann dieser Typ, kein dieser Glumanda von den Pride Troopers. Ja, ohne Scheiß, das ist ein bisschen Glumanda, das ist einfach eine Fusion aus Jiren und Glumanda, weil guckt doch mal diesen Kopf an. Auf jeden Fall, der macht irgendwie so Fesseln oder so um Kale, aber hat nicht viel gebracht. Sie hat ihn rausgeworfen. Dann Jiren. Bam, er kommt. Das war zu heftig. Er meint so, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Er macht einen Energiestrahl. Ein Energiestrahl. Und Caulifla ist down. Die ist einfach down. So, das war einfach zu heftig. Und jetzt, da Caulifla stärker. Er macht Energiestrahl und Kale ist down. Da Kale stärker als Son Goku in Blue ist. Wie stark ist dann Jiren? Er hat nur einen fucking Energiestrahl gebraucht. Ich glaube, Son Goku braucht wirklich seinen Limit Breaker, oder? Sie haben Kale einfach nur so stark dargestellt, wegen Broly-like. Aber er braucht auf jeden Fall seinen Limit Breaker gegen Jiren. Und ja, dann Hit meint so, ey du, zu Jiren. Zu krass, Junge. Und dann Jiren guckt ihn so an. Ich habe voll gehofft, dass die so kämpfen. Auf einmal, Son Goku kommt so aus der Ecke, meint so, yo, hi, was geht, Leute, ne? Zu krass. Und dann so, Jiren gegen Son Goku, gegen Hit wäre auch krass, so. Dann Son Goku guckt Jiren an. Kampfansage. Also ich glaube, die kämpfen auf jeden Fall bald. Ich hoffe, ja, in nächster Folge glaube ich noch nicht, aber bald auf jeden Fall. Ich habe die Spoiler nicht gelesen, so, weil, keine Ahnung, ich will die Spoiler gerade nicht lesen, ist zu geil. Okay, das war's mit der Review. Also ich fand die Folge ganz echt voll cool. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ciao.